Also mein Name ist Sebastian Ranker und wir sind Studenten aus Salzburg. Unser Spiel heißt Niva und das Spiel übernimmt die Rolle eines Waldgottes, mit dem man Pflanzen entweder positiv oder negativ beeinflussen kann. Und dadurch kann er sie halt wachsen oder verdorren lassen. Und die Idee für unser Spiel hatten wir dadurch, dass wir direkt neben unserer Universität einen extrem schönen Wald haben und man hat sogar während dem Unterricht ab und zu den Blick auf verschiedene Tierarten wie Rehe zum Beispiel, die einfach am Fenster vorbeilaufen. Und wir wollten eben diese Faszination und ein bisschen nur vor der Entspannung, die dadurch vermittelt wird, ins Spiel übertragen. Und das machen wir dadurch, dass wir halt verschiedene Rätsel im Wald platziert haben und dem Spiel ist dasselbe überlassen, welche Rätsel er wie lösen will. Und dadurch ergibt sich halt für jeden Spieler ein bisschen eine andere Geschichte, je nachdem, was er zuerst anschaut und wie er die Rätsel löst. Und zur Story selbst. Zu Beginn des Spiels befindet man sich noch in einem sehr, sehr hellen und eigentlich nicht so düsteren Bereich des Waldes, nicht so wie hier. Ich laufe gerade in die Richtung. Und je tiefer man in den Wald eindringt und je länger man spielt, desto düsterer wird auch das Gebiet und die Musik und der ganze Mut des Spiels. Und es soll eben nur zur Story beitragen, dass sich halt zu Ende die Konflikte immer mehr zuschärfen und ernster werden. Zum Beispiel sind es am Anfang hauptsächlich Konflikte, die um Territorium gehen, also welches Tier darf sich wo aufhalten. Und ganz zu Ende des Spiels spitzt sich halt dieser Konflikt dann zu. Wenn es dann schlussendlich um die eigene Existenz geht. Genau. Mit welcher Engine ist das Spiel? Wir arbeiten jetzt mit der Unity Engine. Und sind insgesamt zu 8 im Projekt. Und darunter befindet sich ein Sound-Engineer zum Beispiel. Das ist eine Besonderheit bei unserem Studiengang, dass es aufgeteilt ist in zum Beispiel Mediendesign, Programmierer, Videoleute und eben Audios. Mhm. Und in unserem Spiel arbeiten halt sehr, sehr viele 3D-Artists auch. Mhm. Und das hat es uns auch ermöglicht, eben so einen großen und umfangreichen Wald zu designen und zu gestalten. Das sieht man ja. Genau. Ja, und gut, man hört jetzt den Sound nicht so, das kann man ja dann auch noch sich mal alles mal noch anhören. Mhm. Aber das ist ja das, was ihr bestimmt auch noch entwickelt ist. Also noch ein bisschen mehr Sounds, Musik. Genau, das trägt halt extrem zur Stimmung bei und da wir halt sehr viel über Stimmung vermitteln wollen, ist es uns auch sehr wichtig, dass man für die verschiedenen Gebiete und für die verschiedenen Lösungen der Rätsel andere Musikstücke und Sounds verwenden. Damit der Spieler, dadurch, dass er halt kein Interface hat, trotzdem merkt, woran er gerade ist. Okay. Genau, für welche Plattform habt ihr das Spiel vor? Momentan entwickeln wir ausschließlich noch für PC und für Gamepad. Und man könnte das Spiel aber auch mit Maus und Tastatur spielen. Mhm. Und die Zukunft wird es dann zeigen, in welche Richtung wir noch weitergehen wollen. Grundsätzlich hat der Spieler zwei verschiedene Fähigkeiten. Er kann Pflanzen wachsen lassen und Pflanzen verdorren lassen. Und hier kann man zum Beispiel sich einen Weg bahnen, indem man die Pflanzen verdorren lässt. Und bei dieser Pflanze kann man zum Beispiel andere Tiere anlocken, wenn man sie komplett wachsen lässt. Und genau dieser Aspekt, also diese Balance zwischen Leben und Tod und zwischen Sachen wachsen und verdorren lassen, war uns sehr wichtig. Und oftmals hat man halt die Entscheidung, entweder das eine oder das andere zu tun, aber wir wollten halt, dass es das Endergebnis nie positiv oder negativ beeinflusst. Also es sind einfach zwei Ergebnisse, die aber nicht gut oder schlecht sind. Aber die Farben sind auch so speziell, ne? Genau, also vom Look her sind wir viel inspiriert worden von den Ghibli-Studios und von alten Disney-Filmen, weil die gerade in den Concept-Arts extrem schöne Wälder drin hatten und extrem schöne Bäume. Nur die Farbpalette ist am Anfang des Spiels noch sehr hell und eher freudig gestimmt und je tiefer man aber in den Wald vordringt, desto dunkler und düsterer wird die Stimmung auch. Und auch das Spiel selber ändert sich dann im Verlauf.
Du kannst es mit Gamepad steuern, mit Tastatur auf? Genau, also Maus. Man kann es momentan mit Gamepad und Tastatur steuern. Und ausgelegt ist aber fürs Gamepad, also da fühlt es sich einfach am natürlichsten an. Genau, diese Pflanze kann man zum Beispiel beeinflussen, um sie sich nachwachsen zu lassen. Und die wächst einem dann immer nach, wo man hinläuft. Und die werden wir auch im nächsten Rätsel dann brauchen, diese Pflanze. Ja, gibt es im Prinzip Quests und Rätsel? Ja, genau, also bis jetzt war es so das Tutorial-Level, wo man einfach ausprobieren kann. Und jetzt nähern wir uns gerade dem ersten Rätselgebiet. Und was wir eingebaut haben, das sind halt abseits des Weges immer so kleine Secrets, die der Spieler entdecken kann. Zum Beispiel hier, wenn er sich dem Baum nähert. Genau solche mystische Wesen sind halt überall im Wald verteilt und die kann man halt finden und entdecken. Wie viele Charaktere gibt's? Also der Hauptcharakter selber ist ein Waldgott und von den anderen Tieren gibt es ziemlich viele, also ich glaube 5 oder 6, je nachdem was man alles mitzählt, weil am Schluss gibt es noch ein paar versteckte und die will ich jetzt noch nicht verraten. Ja, klar. Genau, aber wenn der Spieler das Rätselgebiet hier begeht, merkt man schon dadurch, dass die Musikstimmung umschlägt und die Lichtstimmung, dass irgendwas nicht stimmt im Gebiet und eben durch Erkunden und durchs Anschauen der Umgebung kann man schon herausfinden, was man tun muss und woran es liegt. Weil unser Spiel benutzt ja auch kein Interface, also muss man eigentlich alles durch eigene Erfahrung und durch das, was man im Wald kennengelernt hat, dann sich selbst irgendwie zusammenreimen. Und zum Beispiel hier ist die Situation so, dass es gibt 2 verschiedene Tierarten, diese froschähnlichen Spikes und die pflanzenähnlichen Lieblings. Und die leben eigentlich in einer Symbiose miteinander. Also die Spikes, die können auf die Lieblings drauf sitzen und können da dann einschlafen. Und die Stinkpflanze hier stößt alle paar Sekunden so einen stinkenden Geruch aus, der die Tiere dann wieder verjagt und dazu bringt, dass sie die Stacheln ausfahren. Genau, jetzt ist es gleich wieder soweit. Genau, und dann fahren sie die Stacheln aus und die Tiere darunter werfen sie natürlich dann ab, wenn sie gestochen werden. Und wenn man eben das Gebiet erkundet, findet man heraus, dass so viele von diesen Pflanzen kaputt sind in der Umgebung und die werden dadurch kaputt, dass man eben die andere Pflanze, die einem nachwächst, heranführt. Wie groß ist die Welt, beziehungsweise gibt es mehrere Levels, also verschiedene Maps? Die Welt ist grundsätzlich offen, also der Spieler kann schon zu Beginn fast alle Gebiete betreten. Und je tiefer in den Wald kommt, desto düsterer wird es auch. Und deshalb würde ich sagen, es gibt ganz grob gesagt 2 große Hauptgebiete, also den hellen Forest und den dunkleren Forest. Genau, und wenn ich jetzt aus dem Gebiet wieder hinauslaufe, dann erkennt man, dass die Lichtstimmung wieder umschlägt und hier ist wieder alles in Ordnung und jetzt nähern wir uns auch schon dem Dark Forest. Gibt es im Prinzip noch irgendwelche Gegner, also irgendwelche Endbosse dann, oder? Im Prinzip gibt es einen Endboss. Und das wird so der Abschluss des Spiels dann sein, wo dann sozusagen die Pointe drin ist, also die Message versteckt ist. Und da will ich jetzt aber noch nicht mehr verraten. Und in den Rätseln davor trifft man halt hauptsächlich auf Tiere, die untereinander Konflikte haben. Also der Waldgott ist sozusagen die dritte unbeteiligte Partei, wo sich dann entscheiden muss, wie sie sich einmischt, wenn sie sich einmischen möchte. Zum Beispiel in diesem Gebiet sieht man, dass sogenannte Lichtbäume da sind, die Lichtfrüchte tragen. Und die Eichhörnchen versuchen, diese Lichtfrüchte zu klauen. Und als Spieler kann man natürlich selber die Bäume beeinflussen, um die Lichtfrüchte selber zu stehlen. Gibt es noch irgendwelche Story jetzt mit Hexen? Oder ist das jetzt im Prinzip so jetzt nach dem Ablauf, so wie es jetzt läuft, die Story ist da? Genau, die Story gibt sich im Prinzip selber. Also der Spieler wird in den Wald hineingeworfen und muss sich dann selber zurechtfinden. Und je nachdem, welche Rätsel man zuerst löst und wie man sie löst, gibt es halt ein anderes Spielerlebnis und sozusagen eine andere Story.